zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Ich bin die Steffi und heute geht's ins Farmwerk und ich werde euch ein bisschen mitnehmen und zeigen, was es dort so für Pflanzen gibt und natürlich am Schluss auch, welche Pflanzen ich mitgenommen habe. Viel Spaß beim Video! Ihr Lieben, das waren kleine Eindrücke vom Farnwerk. Es war wirklich wunderschön, die ganzen Pflanzen wieder zu sehen. Sie hatten ein bisschen weniger wie letztes Mal, als ich dort war, aber ich glaube, das ist dem Winter geschuldet. Ja, und am gleichen Tag bin ich natürlich auch noch an den Plantswap nach Zürich gefahren. Die mir auf Instagram folgen, die haben es schon gesehen gehabt, also die Story vom Plantswap. Da habe ich auch ein bisschen die Tische gefilmt und das zeige ich euch jetzt auch mal noch kurz. Ich hoffe, die kleinen Eindrücke haben euch gefallen und natürlich möchte ich euch nicht vorenthalten, welche zwei Pflanzen ich mir bei Farmwerk gekauft habe. Beim Plantswap habe ich mir keine Pflanzen gekauft, weil entweder hatte ich sie schon oder sie waren mir doch trotzdem noch zu teuer, weil ja, so variegierte Formen und so sind mega schön, aber ich habe dann immer Schiss, dass ich sie kill, obwohl ich bis jetzt von den rareren Pflanzen noch keine gekillt habe, aber trotzdem. Ja, also ich zeige euch mal die kleinen Planties, die ich gekauft habe. Und zwar sind es beide kleine Babypflanzen. Und zwar sind es beide kriechende Philodendren. Es ist einmal ein Philodendron Plomani mit zwei süßen kleinen Blättchen. Und hier hatte er auch mal noch eins. Genau. Und einen Pastazanum Silver. Auch mega süß. Der hat ein bisschen mehr Blättchen. Ja, also wirklich, falls ihr mal kleine süße Babypflänzchen möchtet, kann ich euch Farnwerk wirklich empfehlen. Also falls ihr aus der Schweiz seid, ich kann noch sagen, der Plomani und der Pastazanum, sie haben beide 14 Franken gekostet. Finde das ziemlich okay für das, was man sie sonst so sieht, halt in größer, aber ja. Ich habe ja Zeit, die können wachsen und ich freue mich auch schon riesig, die diesen Sommer wachsen zu sehen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Sorry, dass das Video so spät kam. Eigentlich war das Ganze ja schon am Samstag. Ich habe aber irgendwie die Abmoderation nicht gemacht und ja, deswegen ist heute erst Mittwoch und mal schauen, vielleicht kriege ich es heute noch hoch oder mache es morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!